Wir sind auf einer Privatparty mehr oder weniger eingeladen, haben uns eine Maske besorgt, damit wir hier reinkommen und probieren jetzt, ob das auch funktioniert und ob wir reingelassen werden. Wir klopfen mal. Club betreten. Machen wir doch gleich mal. Maske auf. Und gegen die Tür gehämmert. Ah, sehr schön. Mr. Cohen freut sich auf Ihre Teilnahme an seiner Darbietung. Ging ja einfacher als gedacht. Sprich mit Xander Cohen. Wer ist dieser Kerl überhaupt, dieser Cohen? Irgendeine Unterweltgestalt? Schlimmer. Er ist Künstler. Ein Künstler, der Kinder entführt. Cohns Fable ist ein wenig komplexer. Ich kenne Typen wie ihn. Hat eine fixe Idee und lässt sich durch nichts davon abbringen. Egal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Okay, Party ist jetzt nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir doch mal, was uns erwartet. Eine Geheimtür. Alles weiß, hier alles dunkel. Eieiei. Eieieiei. Nichts passiert. Kein Problem. Nur ein Hasenkopf. Jetzt ist aber Schluss hier, Mensch. Was ist denn das für eine Party? Oh. Ah, hüpf. Hier tanzt jemand. Ein bisschen angestaubt, die Party hier. Na los! Seid das Medium! Öffnet euren Geist der Musik! Öffnet euch der Essenz des Ewigwährenden! Nein. Aha. Wie könnt ihr mich so schmählich im Stich lassen? Soll ich vor meiner Muse das Gesicht verlieren? Niemand verspottet meine Muse. Fitzpatrick! Bitte! Den Sand um Himmels Willen! Niemand verspottet meine Muse! Schafft diese Leute hinaus! Meine Kunst soll nicht von Versagern besudelt werden. Ja, ist fast so wie die Partys, wo ich es immer bin. Gibt in Rapture einfach keinen Platz mehr. Für ich gehe mal davon aus, dass hier unten ist der Cohen. Steht ja auch beim Text dabei. Sehe ich gerade. Ey, was war denn das hier jetzt für eine Vorstellung? Die haben nicht schön genug getanzt und dann hat er sie abserviert. Berufsrisiko, würde ich mal sagen. Und die stehen alle nur rum. Und denen ist es egal. Hier haben wir eine Badewanne. Wer will denn hier baden? Ist ja wie im Friedhof hier die Stimmung. Keine Musik, nichts. Okay. Ich guck nur mal eben nochmal weiter. Also mit Badewannen hat er's recht. Hier haben wir nochmal zwei Badewannen. Eine sogar mit Wasser. Ja, dann sprechen wir mal mit Cohen. Dem alten. Wenn ich da jetzt hingehe, dann nicht, dass mich der auch gleich stromt. Wer sind Sie? Der Witt heiße ich. Hey, ist der geschminkt. Sieh einer an. Meine Güte. Meine Güte. Der Kleine ist ja ein richtiges Sahneschnittchen. Ist er nicht ein Sahneschnittchen, meine Dame? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Fragen? Ja. Ja. Es ist Sache des Menschen, Fragen zu stellen. Es ist Sache des Künstlers, sie zu beantworten. Sie kennen dieses Mädchen, nicht wahr? Wir Künstler kennen mehr als die meisten. Du bist mehr, als du zu sein vorgibst, kleines Vögelchen. Habe ich recht? Nehmen Sie sich in Acht vor der, David. Die führt Sie wohin, wohin Sie nicht wollen. Aber ich weiß, dieses Kind auf dem Foto bedeutet Ihnen etwas. So viele Kinder,
fliegen uns einfach davon. Ich weiß, wo das Mädchen ist. Und ich weise euch den Weg zu ihr. Als Gegenleistung verlange ich lediglich einen Tanz. Was? Ich sehe etwas in euch beiden. Die Kunst reißt jede Fassade. Bleib hier, wir tanzen doch jetzt nicht. Zeigt mir, wer ihr seid. Und ich zeige euch, wo ihr sie findet. Hören Sie kaum, Sie Hurensohn. Mr. DeWitt. Was? Nee. Tanzen Sie mit mir. Wirklich jetzt? Na los, los, tanzt! Andererseits, wir haben keine Verbindung jetzt hier. Das heißt, der kann uns ja gar nicht stromen. Hallo? Ja. Dann tanzen wir mal. Ich bin ja sowieso sehr guter Tänzer, auch im realen Leben. Ich wage kaum daran zu denken, was sein wahrer Preis sein wird. Fitzpatrick! Schönheit und Schmerz. Sie sind ebenso unzertrennlich wie Geburt und Blut. Was glauben Sie, was machen Coens Kunden mit den Kindern? Werden sie... Manchmal. Aber diese Leute haben nicht das Kapital eines Ryan oder eines Suchong. Gott sei Dank. Finden Sie? Sie haben die Little Sisters gesehen. Aber wenn Suchong Sally hätte, dann wüsste ich das. Wieso? Weil ich ihn an einen Stuhl gefesselt und gefragt habe. Und? 15 Stunden lang. Ich werde nicht schlau aus Ihnen, Mr. DeWitt. Nein, 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 nein! Hören Sie, wenn Sie glauben, Fitzpatrick! Ich wusste es. Ich sehe, dass du leidest. Aber ich weiß, wie ich deinen Schmerz ins rechte Licht drücke. Eine Motte wird zu einem Schmetterling. Alter, du Freak, geh weg! Cohen hatte Wort gehalten und uns auf Sallys Spur geführt. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Puh, erstmal durchatmen. Mr. DeWitt! Alles okay? Mir fehlt nichts. Sie haben geträumt und Ihre Tochter gerufen, Sally. Sie ist nicht meine Tochter. Ich dachte... Schmerz und Schönheit. Für den Künstler sind Sie wie Eltern und Kinder. Cohen? Ich weise Ihnen den Weg zu Ihrer Kleinen. Kein Grund, sich zu bedanken. Was Sie finden werden, könnte Ihnen missfallen. Eieiei. Kipsi. Fontaines, Department Store. Fontaines. Ryan hat es auf dem Meeresgrund versenkt. Aber jetzt ist es ein Gefängnis. Warum sollte Cohen Sally dorthin schicken? Keine Ahnung. Jeder hat seine Bedürfnisse. Ich biete lediglich eine Dienstleistung für diejenigen, die sie sich leisten können. Sie finden ihr Vögelchen bei den Haushaltswaren. Wie viele Menschen Ryan wohl an diesem Ort eingesperrt hat? Eine Menge. Fontaine hatte eine regelrechte Armee. Jetzt sind sie dort unten, hochgespleist, wie tollwütig. Okay, dort vorne ist ein Dock. Sieht man viel versprechend aus. Man muss sehr kaltblütig sein, um einem Menschen sowas anzutun. Was meinen Sie? Diese Seebestattung. Haben Sie Ihren Aufenthaltsvertrag mit Ryan Industries gelesen? Unbegrenzt. Wir sind alle auf See bestattet. Zurücklehnen jetzt. Augen auf. Irgendjemand spricht hier? Dort scheint es Nachschub zu geben, Mr. DeWitt. Booker. Was? Nennen Sie mich einfach Booker. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich es lieber bei Mr. DeWitt belassen. Oh. Was sind denn das für Visionen?
Die Elizabeth schaut auch schon etwas ramponiert aus. $2. Wir suchen hier erstmal alles ab. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere Munition. Jawohl. Was haben wir denn hier? Einen Fernseher und Krebsi. Linke Maustaste zum Abfeuern, rechte Maustaste Plasmid kennen wir doch schon. Hier kommen wir offenbar nicht weiter. Sehen Sie da oben. Sehen wir uns noch mal um. Vielleicht finden wir etwas, womit wir darüber kommen. Wo müssen wir denn hin? Hier hoch? Hier ist überall zu. Hier haben wir eine Türe. Können wir nicht öffnen. Hier hängt jemand vom Seil. Airgrabber. Könnte helfen. Ein Skyhook. Skyhook? Sie meinen den Airgrabber? Damit rasen Kinder auf dem Pneumolines rum. Airgrabber? Konstanten und Variablen. Konstanten und was? Schon gut. Verdammte Grabber klemmt. Mr. DeWitt, da kommt jemand. Ja, kommen wir denn hier weiter? Ja-Sager, Ja-Sager! Alles klar, der Grabber tut's wieder. Ja, manche... Es ging jetzt relativ flott. Mr. DeWitt, da. Hauswehr. Haushaltswaren. Cohn sagte, dort finden wir Sally. Die drei Gebäude des Warenhauses waren mit einer Tram verbunden. Die müssen wir benutzen. Falls sie noch funktioniert. Etwas mehr Optimismus, Mr. DeWitt. Das hilft in solchen Situationen. Gib dich zur Tram. Ich sehe gerade, wir haben ja auch Plasmid. Wir können hier Plasmid durchwechseln. Können wir uns denn hier irgendwo anzeigen lassen, was das ist für ein Plasmid? Müsste doch hier irgendwo Beherrschung. Das andere war irgendwas mit Feuer. Teufelskuss. Okay, probieren wir dann einfach mal aus beim nächsten Gegner. Hier mit den zwei hier, da ging es ja ordentlich flott. Kohle. Eine Tasche plündern, die leer ist natürlich. Und jetzt hauen wir mal wieder auf den Knopf. Zack. Kann der den Knopf nicht normal drücken? Seit wann drücken? Sind Sie schon in Rapture? Oh. Tja, ich glaube seit 1951. Oder war das 48? Das ist ziemlich vage. Seit mein früheres Leben. Das ist so weit weg. Seit 49. Ja, 49, ganz sicher. Oh. Verdammt. Sie sehen übel aus, Mr. DeWitt. Hätten Sie lieber Ausschau nach Splicern. Die können uns weit schlimmer zurichten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das vor der Haupthandlung spielt oder nachher, aber ich denke eher nachher. Ah, Beherrschung. Ich hab noch nichts. So, das heißt, die greift jetzt Gegner an. Stirbt die denn auch dann, wenn
The Wet Eve! Ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen dann die auch noch töten. Wir probieren es dann auch mal. Da. Tja, hat. Da ist die Tram. Dieser Splicer hat sich eben mühelos einen Eispfad gefroren. Bestimmt macht er das auch gerne für uns. Ich vertraue ganz auf Ihre Überredungskunst. Das machen wir doch bestimmt auch dann. Finde einen Weg, das Wasser zu gefrieren. Hier kommen wir nicht rein, offenbar. Hier ist der Stock-Tram. Was? Eine Eislaufbahn. Suchen wir doch dort mal nach unserem neuen Freund. Da steht, sie ist im Obergeschoss. Dann nichts wie rauf. Okay, also. Erster Stock Tram, zweiter Stock Männerkleidung, dritter Stock Jack's Frost Village. Man's Wear. Verdammt, abgesperrt. Lassen Sie mich mal. Hat sich bei Schlössern so wenig getan? Das kriege ich ja mit einem simplen Dietrich auf. Sehr nett. Das war's. Wo haben Sie das gelernt? Oh, das habe ich mir vor langer Zeit mal drauf geschafft. Das war sehr nett von dir. Können wir denn hier? Ja, unser eisiger Freund hat eine deutliche Spur hinterlassen. Kasse können wir nicht plündern. Hier haben wir eine Kiste, das alles immer leer ist. Mensch. Wer redet denn hier? Kleine Flasche Eve. Alle in einem Boot sitzen. Ich will auch mal was Feines essen. Hey, ich wohne auch hier. Bitte, ist jemand reingeschossen? Nicht von mir. Na, 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 jawohl. Hat ja super geklappt hier. Huch. Mr. DeWitt. Hier, das wird helfen. Danke. Wo ist sie denn? Ach, hier oben. Kann ich sie? Ja, hab ich im Moment nicht. Ei, hab ich denn keine Munition mehr? Ah. Keine Munition mehr. Ja, haben wir unseren ersten größeren Kampf haben wir ja ganz gut überstanden. Huch, da ist eine Maschine, das sehe ich doch. Kann man dich denn irgendwie vielleicht? Kann ich dich denn? Ich dachte, die kann man hacken. Oh oh, wie kann ich denn den jetzt wieder weglegen? Wir haben 4 Schuss. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich sagte Sender Cone, ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder einen Auftritt. Er sagte, er würde sich melden. Oh, Lockpick. Das heißt, wir können eine Tür öffnen. Hast du ihm meine Nachricht überbracht? Hast du ihm meine Nachricht überbracht? Spricht denn hier? Was war das eben? Stell dich! Down. Hier kommen wir nicht weiter. Offenbar. Sehen Sie da oben. Oh, doch. Vielen Dank für den Hinweis. Aber wir sehen uns erst hier unten nochmal um. Komm raus, wir werden alles Alte verbrennen.
kommen die denn jetzt alle auf einmal her? Jetzt müssen wir aber alle haben. Da unten haben wir ein Lockpick. Kriegst du das geknackt? Mal sehen, was ich tun kann. Tu dein Bestes. Fertig. So, wir sehen uns gleich wieder.